Hallo, mein Name ist Carina Berger und ich bin am Web-TV von der Schweizer Illustrierten. Ich finde es eine super Sache, weil die Schweizer Illustrierten kennt man eigentlich nur sonst von standhaften Bildern und endlich gibt es jetzt auch bewegte davon. Während Lugano langsam verwacht, ist Whitney Toiloi schon voll in ihrem neuen Missenleben drin. Für sie ist alles neu, das Posieren vor der Kamera und auch das Interview geben. Doch der Gymnasiastin gefällt es. Es ist so cool und sehr, es ist angenehm und bequem für mich und es ist die erste Zeit, das ist ein bisschen spezial, weil ich habe nie das gemacht und ja, ich freue mich, es ist so cool. Zeit zum Durchschnaufen bleibt fast keine. Nach dem Posieren im Whirlpool gibt es morgen auf der Sonnenterrasse. Zusammen mit ihrem Freund Karim Ullmann. Auch er wird die Nacht, wo seine Freundin zur schönsten Frau im Land gewählt worden ist, nicht so schnell vergessen. Ich habe richtig Panik gehabt, im Guten wie im Schlechten Sinn. Ich hatte Angst gehabt, dass sie Kontrolle verlieren könnte. Vor allem, weil sie ja noch so jung ist. Aber ich habe auch gewusst, dass sie es schaffen kann. Ich wusste, dass sie es schaffen kann. Wo sie Miss Photogenic geworden ist, habe ich schon gedacht, wow, dann war sie unter den letzten drei, dann unter den letzten zwei. Wo sie es dann geworden ist, war es nur noch fantastisch. Ich habe meinen Kopf auf den Tisch gelegt und die Tränen sind einfach geflossen. Premier Trick qui arrivait, ma tête elle est tombée sur la table, j'en pouvais plus. Und natürlich auch Whitney selber ist nach der Wahl überwältigend gewesen. Wenn die Kandidatin kommen zurück und ich kann alle danke vielmals und wenn ich auf die Bühne mit die Krone, es war ja so cool auch. Jetzt darf sie also für ein Jahr offiziell das Krönli von der schönsten Frau in der Schweiz tragen. Und er wird seine Whitney in der nächsten Zeit wohl eher selten für sich allein haben. Ihre Schweizer Illustrierte, jetzt mit Aldente, am Kiosk und im Briefkasten.